Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Habe ich direkt zwei Zinn hier aufgehoben. Ich habe noch mal ein bisschen Zinn durchbrutzeln lassen, weil wir hier ohne Ende Zinnerz noch hatten, als ich vor ein paar Folgen mal sammeln war. So, ich habe noch mal ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe uns wieder ein paar Lebensmittel verschafft. Ich habe mal eine Zwiebelsuppe so probehalber geprutzelt. Wir haben halt aktuell noch nicht so viel Zwiebeln. Aber ich wollte zumindest mal eine gemacht haben, dass wir die gleich ausprobieren können. Ansonsten haben wir ja 22 Flachs gesammelt letzte Folge. Und die können wir nämlich auch... Och, was mache ich denn? Die können wir hier natürlich nochmal anbauen und das machen wir auch, um das Ganze etwas zu vermehren. Ich pack das jetzt hier einfach mal in die Mitte. Nicht, dass das mehr Platz wegnimmt als die anderen Sachen. Wir werden da wahrscheinlich nicht alles angepflanzt kriegen, weil ich habe hier nochmal alles vollgehauen. Auch noch mit Rüben und so. So, eigentlich müsste es noch passen, wenn wir hier noch welche hinhauen, ne? Ich hoffe. Nicht, dass die irgendwie mehr Platz brauchen als der Rest, weil es ist auch eine größere Pflanze. Das wäre sehr, sehr schlecht. Wie viele haben wir denn jetzt noch? 5 Stück. Ja, komm, die lassen wir jetzt erstmal, wo sie sind. Obwohl, hier kann noch eins rein. Den Rest packen wir in die Kiste und dann warten wir, bis das hier finito ist. Wie sieht's denn aus? Nein, kann nicht in dieser Umgebung wachsen. Warum? Ach nein. Und wir können es halt auch nicht wieder abbauen, ne? Nein, ich habe unser ganzes Flachs verkackt. Ach, das wusste ich nicht. Mann, warum kann ich es denn dann hier anbauen? Jetzt ist die Frage, was fehlt? Brauchen wir andere Erde? Brauchen wir Wasser in der Nähe? Haben wir hier noch irgendwas, was wir ändern könnten? Nee, ne? Kultivieren haben wir ja schon. Gras wäre Quatsch. Es wächst ja nicht in Gras. Ach, das ist doof, Leute. Das ist doof. Jetzt haben wir gerade richtig viel Flachs verloren. Wir machen mal eine kurze Pause. Ich mache hier mal einen Schnitt und google mal. Weil vielleicht können wir ja doch noch irgendwie was retten. Ich will jetzt nicht die ganze Folge mit euch aufnehmen und dann sind die hier abgestorben. Vielleicht können wir irgendwie noch was retten. Ich hoffe. Bis gleich. Schlechte Neuigkeiten. Flachs und Gerste wachsen nur in den Ebenen. Geil. Ach, das ist schade. Jetzt haben wir nämlich das erste Flachs gefunden und naja. Was will man machen? Wir snacken uns hier jetzt erstmal was rein. Ich habe jetzt das Lochsfleisch mal genommen, das gekochte, weil wir haben noch ohne Ende rohes und das rohe brauchen wir dann eh für die Lochspastete und so. Von daher können wir das jetzt erstmal futtern. Ich habe uns ein paar Nadelfeile noch hergestellt und ansonsten sind noch ein paar Tränke am Brutzeln. Sehr gesunde Tränke. Jo, wir warten mal noch einen kurzen Augenblick, bis die Lebenspunkte sich etwas erhöht haben. Wir holen uns nochmal schnell ausgeruht und machen in die Ebenen. Das ist richtig, richtig ärgerlich gerade. Jetzt haben wir das erste Flachs gefunden und naja. Jetzt ist die Frage, ob wir uns direkt irgendwo ein kleines Feld anlegen. So am Portal. In den Ebenen. Ja, beziehungsweise wenn wir das Dorf vernichtet haben, ziehen doch dort wahrscheinlich keine Kobolde mehr ein, oder? Ich denke mal nicht. Also können wir direkt die Felder dort nutzen, hauen das Flachs wieder rein und müssen uns halt dort beflachsen. Ja, müssen dort halt ein bisschen mehr von dem Flachs dann ernten und halt das ganze Zeug vermehren. Anders geht's leider nicht. Schade. Das waren jetzt, wie viel hatten wir? 22, ne? 18 Flachs verloren. In ein paar Folgen werde ich wahrscheinlich drüber lachen, weil wir dann ohne Ende von dem Zeug haben. Aber jetzt gerade im Moment ist es doch ein bisschen ärgerlich. Naja, was soll's. Eine wichtige Neuigkeit noch für euch. Und es tut mir sogar ein bisschen leid, das zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ich kann aktuell leider nur noch jeden zweiten Tag eine Folge Valheim rausbringen. Ihr habt schon in den letzten Wochen gemerkt, dass ab und zu mal ein paar Aussetzer drin waren und keine Folge pünktlich oder ab und zu mal eine Folge nicht pünktlich kam. Ja, was soll ich sagen? Ich schaffe es leider aktuell einfach nicht dauerhaft immer jeden Tag genau eine Folge zu produzieren. Dafür ist gerade zu viel los. Bei mir privat und beruflich und so weiter und so fort. Von daher, nehmt's mir nicht übel. Aber ich habe mich dazu entschieden, jetzt erstmal nur jeden zweiten Tag eine Folge hochzuladen. Weil ich möchte auch nicht jeden Tag immer sagen, ey, morgen 19 Uhr geht's weiter und euch dann enttäuschen, weil dann 19 Uhr keine Folge kommt. Das finde ich irgendwie auch nicht fair.
Von daher werde ich es jetzt erstmal so machen. Es läuft ja aktuell auch noch Gas Station Simulator als Spiel. Dort sollte auch jeden zweiten Tag, oder da habe ich von Anfang an gesagt, jeden zweiten Tag eine Folge. Also kommt jetzt immer ein Tag eine Folge. Anders ist es leider gerade nicht möglich. Ich hoffe, ihr verzeiht. Aber bevor ich euch dann jedes Mal wieder enttäuschen muss, weil ich es einfach nicht pünktlich schaffe, machen wir es lieber erstmal so. Wenn sich bei mir alles mal wieder ein bisschen beruhigt und ich mehr Zeit habe, ändern wir das natürlich wieder. Ah, guck mal, wir können das Schild kaputt schießen. Ja, dann ändern wir das selbstverständlich wieder. Dann versuche ich wirklich jeden Tag wieder eine Folge hochzuladen. Aber aktuell ist es einfach für mich nicht machbar. Ansonsten könnte ich pro Nacht bloß 4-5 Stunden schlafen. Und das ist zu viel verlangt. Ich brauche Schlaf, sonst funktioniere ich nicht. Naja, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Und irgendwann wird es mal wieder schöner werden. So. Ach Mist, wir haben das große Vieh schon angelockt. Jetzt haben wir diesmal Nadelfeile. Ich bin echt mal gespannt. Ja, schon mehr Schaden. Ich weiß nicht, ich glaube, der wird dann einfach schneller ab einer gewissen Nähe. Kann das sein? Weil das letzte Mal kam der auch so ewig langsam angerannt oder angelaufen. Und als der dann so in unsere Nähe gekommen... Wird jetzt schon wieder Nacht? Ja, als er dann in unsere Nähe gekommen ist... Komm, schlag zu. Hat er auf einmal wie gerade eben so einen Kampfschrei gemacht und war mega schnell. Aber mit den Nadelfeilen geht's, ehrlich gesagt. Also wir machen schon gut Schaden. Guck mal, brauchen wir noch einen? Ja, einen brauchen wir noch. Oh, da war der jetzt eigentlich relativ easy. Vielleicht heben wir uns die mal auf für den großen. Gib mir Münzen und Schwarzmetall. Perfekt. Ja, aber an sich wär's... Ach, die Dinger machen Schaden. Ich renne hier rein wie so ein Bekloppter. Auch nicht schlecht. Aber an sich wäre es auch ganz geil, wenn wir uns hier vielleicht noch eine kleine Hütte bauen. Beziehungsweise vielleicht reicht das hier drüben ja schon als Überdachung. Dass wir hier ein Bett reinzimmern können, weil dann haben wir hier so eine kleine Umgebung. Das sind natürlich geile Feuer. Ist das dieses Signalfeuer, was man bauen kann? Könnte, ne? Ja, ich glaube, das ist das. Ja, vielleicht können wir hier eine kleine Hütte bauen oder wir bauen das Bett hier rein. Mal gucken, ob das passt. Dann hätten wir hier zumindest direkt so eine kleine Schlafstation in den Ebenen. Wenn wir sowieso Flachs und Gerste nur hier anbauen können. Warum nicht, ne? Was haben wir denn hier noch? Gerste. Okay, wir haben wirklich ein Dorf gefunden, wo beides am Start ist. Das soll wohl nicht so oft vorkommen. Guck mal, direkt ein Gerbergestell. Das können wir uns alles abbauen. Also wir brauchen zwar aktuell nicht, aber wenn wir... Was war denn das? War das Werkbankverbesserung oder war das... Ja, Werkbank. Naja, wenn wir eine Werkbank direkt hinbauen, haben wir die schon verbessert. Gefällt mir. Gut, dann lasst mal gucken. Flachs. Können wir das jetzt hier hinstellen? Ich gehe jetzt einfach mal voll auf Risiko. Hoffe mal, dass es hier wieder wächst. Aber da haben wir es ja auch weggenommen. Also müsste es eigentlich passen. Dann können wir uns Gerste schnappen. Guck mal, Gerstenweinmischung, Feuerwiderstand. Davon habe ich nämlich auch schon relativ viel gelesen. Also wir kriegen jetzt wohl immer mal wieder Weine. Oder, ja, was heißt, also es gibt halt die Metz und es gibt noch Wein. Und Wein ist wohl auch in manchen Sachen relativ nützlich. Ich glaube, es gibt noch irgend so einen Wein, wo man generell weniger Schaden kriegt. Nicht nur Feuer, sondern ich glaube generell, aber ich will auch nicht lügen. So, dann lass uns hier mal gleich wieder Gerste anbauen. Das ist natürlich die Frage, was passiert denn aus einer Gerste? Wenn wir es anbauen können, müssten ja auch wieder mehr Gerste rauskommen, ne? Wird dann aus einer zwei, wenn wir die dann abernten? Ah, irgendwie so wird es werden, ne? Wir flanken das erstmal alles hier hin. Zack. Ja, guck mal, wir haben ja so viel Gerste, dann haben wir gerade wahrscheinlich pro Pflanze 2 bekommen, weil die 14 Stück waren auf jeden Fall nicht verteilt hier auf dem kleinen Feld. Das heißt, wir können die Felder gleich mal noch ein bisschen erweitern. Lasst uns das vielleicht doch direkt machen. Oder wollen wir uns das erste Mehl schon herstellen?
Natürlich wäre es jetzt schlauer, erstmal direkt die Gerste hier wieder hinzupflanzen, gar keine Frage. Wäre auf jeden Fall schlauer, weil umso schneller haben wir es vermehrt, aber ich würde auch ganz gerne das erste Gerstenmehl herstellen. Deswegen machen wir das jetzt. Wir stellen das her. Wir machen hier oben mal noch ein bisschen größer. Ah ne, das brauchen wir nicht. Flachs war alles verbraucht. Entschuldigung. Gut, dann. Wir brauchen 8 Holz und eine Werkbank für ein Bett. Wir haben gar kein Holz. Abbauen kann ich hier auch nichts, weil hier nirgendwo eine Werkbank steht. Schade, schade, schade. So, jetzt lasst mal gucken. Wo haben wir denn das Portal? Oh nein, wurde das gerade zerstört von denen hier drüben? Scheint so. Oh, wo kommst du denn her? Hallo. Komm mal her. Ich glaube, die hier drüben haben es uns gerade zerstört. Oder er. Jetzt kommt hier die ganze Mannschaft. Ach schön, wenn der erste Pfeil so unerwartet kommt, wie viel das einfach immer abzieht. Wir haben halt leider bloß keine Ausdauer. Kommt schon. Ach, totes Kido. Aua. Da hat die Ausdauer nicht gereicht, glaube ich. 45 Schaden von dem gerade. Alter, was war denn da los? Jetzt müssen wir mal kurz einen Trank reinhauen, weil wenn der totes Kido jetzt wieder kommt, wird es dann langsam eklig. Es ist eigentlich fast schon einfacher, die totes Kidos im Nahkampf zu killen. Weil dann können wir es direkt hier nach dem ersten Mal, guck mal, bam und zuhauen. Die sind eigentlich so easy, ne? Und am Anfang habe ich mir so eingeschissen vor denen. Naja, man lernt halt und wird besser. Gut, dann lasst uns jetzt mal fix das Zeug hier holen. Von unserem Portal. Können wir auch die Werkbank gleich noch... Ah, wir tragen zu viel, natürlich. Ich kann aber auch gerade auf nichts verzichten. Tut mir leid. Nimm mal noch das Holz und jetzt müssen wir mal schauen. Was können wir mal fix wegwerfen? Eigentlich gar nichts, aber wir haben 30 Kilo zu viel. Wir müssen das Schwarzmetall kurz hier hinwerfen. Wir dürfen das auf jeden Fall nicht vergessen. Na, da machen wir uns hier noch so eine kleine zweite Base. Also ich weiß nicht, ob wir die noch groß ausbauen müssen. Aber ein kleines Bett und ein Portal hin, dass wir hier mal pennen können. Kommt der dort? Nö. Und dann können wir hier mal ein bisschen Flachs und Gerste anbauen. Lass nochmal gucken, das ist alles gesund. Das sieht gut aus. Hier haben wir auch noch eine Truhe. Perfekto. Dann bauen wir einmal eine Werkbank. Bin ich irgendwie blind? Hier. Haben wir das 10, haben wir die 10 Holz jetzt nicht aufgenommen? Warum denn das? Ich bin eigentlich relativ sicher, dass ich die aufgenommen habe. Ah, und jetzt müssen wir wieder kämpfen. Als wäre der noch ein Problem. So, hier hinten. Hier habe ich das... Ah, hier ist das Holz noch. Okay. Also man muss sagen, Schwarzmetall häuft sich ja extrem schnell an. Also wenn wir hier von jedem Goblin da ein, zwei Stück kriegen, haben wir ja irgendwann so viel davon. Und vor allem lässt es sich halt auch echt easy abbauen, ne? Also, recht easy. Ah, Gerste, guck mal. Abbauen, ich bin auch doof. Ja, abbauen, also ja, im Vergleich zu allen anderen Sachen. Da musstest du halt jedes Mal erstmal suchen und finden und abbauen und Spitzhacke kaputt. So, hier musst du einfach ein paar Goblins auf den Kopf hauen. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative. So, guck mal. Das passt da richtig gut dahin. Dann können wir jetzt gleich mal noch schauen, dass wir hier irgendwo was abbauen. Irgendwas, was Holz gibt. Guck mal, das Ding hier brauchen wir doch nicht. Ist das normales Holz? Wir können es nicht abbauen. Das geht. Was kriegt man dafür? Hirschfell, Feuerstein, Lederreste. Gibt es kein Holz für. Konnte ich das jetzt nicht abbauen, weil wir zu weit weg waren? Oder weil das... Ich glaube einfach, weil das Sachen sind, die wir nicht abbauen können. Nö, also zu weit weg sind wir hierfür nicht. Also die Gebäude können wir anscheinend nicht einreißen. Ah, guck mal, die Truhe müsste ein bisschen Holz geben. Kein Platz im Inventar. Ach, Leute. 3 Holz. Wie viel brauchen wir denn für ein Bett? 8. Müssen wir noch 2 weitere Truhen einreißen.
Mach's aber auch gerade kompliziert. Na, guck mal, hier haben wir noch dreimal Holz. Haben wir die schon leer? Nö, die nehmen wir mit. Machen auch kaputt. Dreimal Holz. Perfekt. Jetzt bräuchte man eine Truhe, um das Zeug wieder reinzutun. Ach, schön. Komm, hier, weg mit dem Zeug. Ach, nee, ich bin dumm. Wie immer. Den Gürtel nicht ausgerüstet. So, jetzt würde ich ganz gerne hier ein Bettchen reinzimmern. Bett hat nicht genug Schutz. Schade. Ich dachte, das reicht hier als kleine Unterdachung, Überdachung. Unterdachung, genau. Anscheinend nicht. Na gut, dann lasst uns jetzt erstmal das Portal bauen. Schauen wir gleich hier in die Dorfmitte rein. Müssen wir dann irgendwann mal umbenennen, dass wir das auch Ebene nennen. Dann würde ich sagen, wir können noch ein bisschen Gerste anpflanzen. Vier Stück haben wir ja gerade noch gefunden. Sieht es so schlecht, wo schon welche ist. Aber wir hatten nur hier vorne welche, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Komm, mach mal so. Da haben wir noch 12 Gerste übrig. Das kann wachsen. Hat hier so ein schönes Feuer. Das sieht echt geil aus. Müssen wir uns in der, in unserer Basis definitiv auch nochmal basteln. So ein Signalfeuer. So Indoor wäre das ziemlich geil. Bisschen Steinumrandung drumherum. Das so in der Mitte irgendwie von dem Ding hier oder in einem Raum von dem Gebäude. Ich bin mir halt noch nicht ganz sicher, ob wir das vielleicht alles irgendwie ein bisschen aufteilen, weil ein großer Raum wäre eigentlich, ja, sieht zwar so nach krasser Halle aus, aber ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Hier haben wir noch Dunkelmetall, Schwarzmetall. Gut. Tut mir leid, dass ich heute so oft räusper. Irgendwie ist meine Stimme heute nicht so ganz da. Wir machen jetzt erstmal kurz das Inventar leer. Und wenn das erledigt ist, werden wir uns eine Mühle bauen, dass wir dort die erste Gerste reinschmeißen können. Damit wir endlich Gerstenmehl kriegen. So, hier haben wir Leder, hier haben wir noch ein bisschen Fell. Hier haben wir noch einen Stein. Ach, schon wieder. Ah, geil. Feuerstein ein bisschen, das ist nicht verkehrt. Und auch schon wieder 13 Nadeln. Da können wir wieder 60 Nadelpfeile herstellen. Das ist ziemlich geil. So, Holz. Und die Moltebeeren waren hier. Also, die Brechbeeren waren mit bei den Moltebeeren. So. Leute, jetzt haben wir's. Lasst mal gucken. Wir wollen die hier herstellen. Dafür brauchen wir 30 Eisennägel. Ich würde mal behaupten, dafür brauchen wir Eisen. Und das war ich ja glücklicherweise sammeln. Huch. Hier. 30 Eisennägel. Zack. Zack. Und zack. So, und dann waren es noch 30 Holz und irgendwas an Stein noch. Gerade mal 3 Eisen, ne? Ich dachte immer, dass das mehr ist. Naja. Lasst mal googeln. Wir brauchen 30 Holz, 20 Stein. Also, einmal 20 Stein, bitte. Und 30 Holz. Da müssen wir noch so ein Stack klein machen. Dachte gerade, ich habe einen Wolf jaulen gehört. Das wäre ja ganz, ganz komisch. Naja. Zack. Sei denn, wir sind mal wieder auf der Jagd. Oder wir werden gejagt, so rum. Dann wäre es natürlich nicht komisch. Vielleicht war das auch bloß die Möwe, ich weiß es nicht. Gut, guck mal. Geil, oder? Pack das jetzt auch mal wieder so richtig schön hässlich einfach hier hin. Wir werden es auch gar nicht runterbauen können, weil das viel zu groß ist, das Ding. Oder wir packen es hier erstmal hin. Ja, komm, wir packen es hier hin. Das passt perfekt auf 4 so eine Steine. Und sieht irgendwie cool aus so vom Wasser, muss ich sagen. Windmühle, leer. Okay, ich kann nichts reinschmeißen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ach, guck mal hier. Zack, hinzugefügt. Gerste. Komm, die hauen wir rein. Macht das Ding jetzt los? Oder muss der Wind dafür richten? Ah, jetzt. Okay, alles klar. Geil. Mal gucken, wie lange es dauert. Aber ich freue mich sehr drauf. Damit haben wir nämlich das erste Gerstenmehl und müssten dadurch
wieder eine ganze Menge Rezepte freigeschaltet bekommen. Der Bug hier ist immer noch da. Ich krieg hier jedes Mal wieder Äste raus. Teilweise auch hier vorne. Jo, genau, hier auch. Weiß nicht, woran es liegt. Aber wir können uns hier jedes Mal wieder ein paar Äste wegsnacken. Und was Cooles habe ich letztens erst entdeckt. Wir haben hier vorne eine Himbeere. Ist natürlich richtig geil. Es wäre eigentlich perfekt gewesen, die Basis irgendwo zu bauen, wo so ein ganzes Himbeerfeld ist. Stell mal vor, wir hätten hier jetzt noch genauso groß wie das so ein Himbeerfeld oder ein bisschen kleiner. Aber es wäre schon... das wäre schon geil. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn mit dem Flachs? Muss ich das jetzt kaputt hauen? Boah, das tut mir in der Seele weh. Aber egal, wir können es jetzt anbauen. Und bevor wir den Rest kaputt hauen, ernten wir dann erstmal die Rüben ab, wenn es soweit ist. Weil ich habe keinen Bock, dass ich die jetzt aus Versehen mit kaputt kloppe. Hä? Sie hat sich gedreht. Also sie dreht sich anscheinend nach dem Wind. Oh, immer noch leer. Dauert das so Ewigkeiten? Das ist natürlich krass, okay. Wir können jetzt leider auch nicht schlafen gehen. Es ist noch zu hell. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir legen uns mal eine Runde hin. Aber auch das wird leider nichts. Ich habe auch hier nochmal umbenannt. Das ist, heißt jetzt Rüben, weil ganz ehrlich, so viel Möhren. Auch die Himbeeren hier werde ich mal umbenennen. Ich hatte das halt damals ziemlich gut gemeint, dass ich jeweils 3 Kisten gemacht habe. Aber brauchen tun wir es eigentlich nicht. Gerade auch mit dem Honig. Da brauche ich nie so viel absammeln, weil wenn es mal leer wird, dann sammle ich einfach wieder was ein. Hier haben wir noch ein Met drin. Den haue ich das nächste Mal durch und einmal sehr gesund ist auch drin. Gut, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Übermorgen, also am Donnerstag, 19 Uhr, kommt dann die nächste. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, macht's gut.